Der Kieferorthopäde als Physiotherapeut. Bei manchen seiner Patienten engagiert sich Dr. Mohamed Nassef über sein engeres Fachgebiet hinaus. Wie bei Florian Liebig. Der Junge litt unter starken Rückenschmerzen, als er vor 4 Jahren zum ersten Mal in die Paderborner Praxis kam. Ich wusste nicht mehr, wie ich sitzen, stehen, liegen soll. Ich konnte im Endeffekt nichts mehr machen. Ich konnte keine Hausarbeiten mehr machen. Sport hat auch schwer funktioniert. Dann sind wir eines Tages auf Dr. Nassef gestoßen. Es gab einen Fernsehbericht von Dr. Nassef und da wurde gesagt, dass er auch so eine Ganzkörperbetreuung macht und sich alles anguckt. Und dann sind wir mal zu ihm gegangen und haben geguckt. Und dann hatte er direkt gesagt, dass ich eine Fehlstellung im Rücken habe und dass er das mit einer Zahnspange beheben könnte. Dr. Nassef erkannte sofort den Zusammenhang zwischen einer Kieferfehlstellung und den Rückenschmerzen. Florian hatte einen sehr schmalen Kiefer, Oberkiefer, so dass der Unterkiefer nicht mehr reinpasst. Das ist so wie ein Schuh und Fuß. Der Oberkiefer ist der Schuh und der Unterkiefer ist der Fuß. Und wenn der Schuh eng ist, dann passt auch der Fuß nicht mehr rein. Beziehungsweise der Fuß muss ausweichen, zur Seite oder nach hinten. Und das sehen wir hier genau auf dem Computer. Wir sehen die Mittenabweichung zwischen Mitte oben und Mitte unten. Das ist deutlich nicht mehr übereinstimmend. Und wir sehen auf dieser Seite, dass der Unterkiefer breiter ist als der Oberkiefer. Und das führt zu der Tatsache, dass der Unterkiefer immer seitlich verschoben ist beim Zusammenbeißen und das führt zu Muskelspannung im Kopf- und Nackenbereich und das zieht sich tatsächlich auf die Wirbelsäule. Und das Problem, Orthopäden oder Kinderärzte, und das ist nicht ihr Schuld, sie haben ja Kieferorthopädie nicht gelernt. Sie erkennen das nicht, sie sehen das nicht und sie verstehen das auch nicht. Und das ist unsere Aufgabe. Mit einer Gaumenplatte und verschiedenen Zahnklammern konnte Dr. Nassef den Oberkiefer weiten. Fotos dokumentieren Florians Behandlung. Gleichzeitig schickte er seinen jungen Patienten zum Osteopathen und begann mit der Rückengymnastik. Anhand dieser 3 Bilder, man sieht hier zum Beispiel, hier sollen die Eckzähne kommen und die hatten nicht mal die Hälfte vom Platz, was sie bräuchten. Und mit dieser kleinen Klammer zum Beispiel, in dem Fall von Florian, es gibt natürlich verschiedene Varianten, wie man das macht, macht man die Lücken groß, dass die Eckzähne ihren Platz bekommen. Und gleichzeitig sieht man jetzt hier anhand dieser beiden Fotos, dass dieser Zahnbogen viel größer als dieser hier. Und das ist der Endzustand vom Oberkiefer. Und wenn man dann am Ende der Behandlung vergleicht, vorher und nachher, anhand dieser beiden Fotos, sieht man erstmal, dass die Mitten, die stark abweichend waren, jetzt übereinstimmend sind. Und dass der Oberkiefer sowohl rechts als auch links breiter ist als der Unterkiefer. Das heißt, der Fuß passt jetzt in den Schuh rein. Florians Mutter erinnert sich noch, dass andere Ärzte damals meinten, die Fehlhaltung des Jungen werde sich von alleine auswachsen. Sie ist froh, dass sie sich nicht darauf verlassen hat. Alleine dieses Vorgespräch hat uns schon sehr beeindruckt, weil Dr. Nassef wirklich komplett auf Florian guckte. Die Wirbelsäule wurde genau angeguckt, die Haltung wurde angeguckt und das fand ich schon sehr beeindruckend, dass ein Kieferorthopäde, der das ja nun eigentlich nicht als Schwerpunkt hat, sich so eine Wirbelsäule anzugucken, dass der da so genau drauf guckte. Und da haben wir uns von Anfang an gut aufgehoben gefühlt und wohl gefühlt. Florian trägt längst keine Klammer mehr. Auch die Fehlhaltung ist verschwunden und mit ihr die Rückenschmerzen. Moderne Kieferorthopädie, eine ganzheitliche Therapie und ein wacher Blick auf den Patienten. Florian und viele andere profitieren davon in der Praxis von Dr. Mohamed Nassef.